Ja, guten Abend auch von mir. Wie ihr schon alle gehört habt, ich unterrichte am Studiengang Informationsmanagement. Das heißt, ich unterrichte Leute, die Informatik und Wirtschaft studieren. Und ich beschäftige mich damit, warum Leute im Sprachunterricht den Mund nicht aufmachen und wie man sie trotzdem motivieren kann. Und bei dem Mund nicht aufmachen, da brauche ich jetzt eure Hilfe. Und keine Angst, es muss niemand den Mund aufmachen, es muss auch niemand die Hand heben und sich outen, wenn ich eine Frage stelle. Ich möchte einen Indikator einführen. Und kann man ohne den Mund aufzumachen. Jetzt schauen wir mal, ob ihr das verstanden habt. Darf ich einmal alle Männer bitten zu hmmen? Super, okay. Die Gegenprobe, alle Frauen. Super, okay. Und jetzt alle, die einmal eine Fremdsprache gelernt haben, auch Deutsch und Steirisch und Grazerisch. Okay, super. Und jetzt möchte ich alle bitten zu hmmen, die lieber, wenn sie etwas lernen, die lieber in einer Gruppe lernen und mit anderen gemeinsam etwas machen. Okay. Und gibt es auch Leute, die lieber alleine lernen? Wow, okay. Mit solchen Leuten, die lieber alleine lernen, beschäftige ich mich auch in meinem Unterricht. Aber einmal zur Einführung, es gibt verschiedene Arten von Lerntypen. Das wisst ihr alle aus der Schule. Es gibt die Leute, die lernen besser, wenn sie etwas hören. Die merken sich alles, was sie einmal gehört haben. Das sind die auditiven Lerntypen. Ja? Dann gibt es die Leute, die merken sich alles, was sie einmal gesehen haben, was sie irgendwie anstreichen können. Das sind die visuellen Lerntypen. Und dann gibt es Leute, die müssen das, was sie lernen, einmal selbst gemacht haben. So Learning by Doing. Das sind die sogenannten kinästhetischen Lerntypen. Zusätzlich zu diesen Lerntypen gibt es auch verschiedene Persönlichkeiten. Es gibt Menschen, die lernen lieber miteinander. Die heben immer die Hand, wenn sie was sagen möchten. Die sind total extrovertiert. Die hören sich gern reden und die stehlen eigentlich allen die Show beim Sprachunterricht, weil es gibt auch die Lerntypen, die arbeiten lieber alleine, die denken gerne nach, bevor sie was sagen und die arbeiten nicht so gerne mit den anderen zusammen, vor allem wenn sie die Gruppe nicht kennen. Das sind die sogenannten introvertierten Lerntypen. Und da hat eine Dame, die Susan Cain, ein Buch geschrieben, das heißt Quiet. Und da geht es darum, dass 30% der Menschen in Amerika mittlerweile stark introvertiert sind und dass die sich, um in der Schule, im Schulsystem oder auf der Uni erfolgreich zu sein, sich total verbiegen müssen. Sie müssen Sachen machen, die entsprechen nicht ihrem Naturell. Und ich schaue mir schon seit 2004 an der FH Joanneum, an meinem Studiengang, im ersten Jahr an, was für Lernpersönlichkeiten ich habe. Und 2004 hatten wir den amerikanischen Schnitt von 30% von Personen, die sich als stark introvertiert sehen. Introvertierte Lernerinnen und Lerner. 2008 waren es 40% und seit 2012 sind es mehr als 60%. Und wie ihr vielleicht alle wisst oder euch vorstellen könnt, Sprachunterricht ist kommunikationsorientiert. Da muss man reden. Und ich könnte jetzt sagen, naja, Sprachunterricht ist kommunikationsorientiert. Meine Methode ist okay. Und die Leute, die 60%, die sind nicht okay, die sind mir wurscht. Und es ist mir auch wurscht, dass die bestenfalls Noten von 3 bis 5 erreichen können, weil sie den Mund nicht aufmachen. Und schaut euch den Andreas an. Schaut er aus, als würde der nicht okay sein? Soll der nicht motiviert sein zum Sprache lernen? Es haben voreingangs mehr Leute gehört, dass sie lieber alleine lernen. Schaut euch einmal um. Seid ihr nicht okay? Kann das in Ordnung sein? Nein. Das heißt, wenn kommunikationsorientierter Sprachunterricht die Leute nicht abholt, dann muss ich meine Methode ändern, weil dann ist einfach die Methode nicht okay. Wie kann ich jetzt die Methode ändern? Was kann ich machen? Wir sind sehr gesegnet an unserem Studiengang. Wir haben den Unterricht im EDV-Labor.
Und wir können Übungen im EDV-Labor machen. Das heißt, ich kann Aufgabenstellungen geben, wo der Andreas am Computer einen Forumsbeitrag schreibt, wo er ein Thema behandelt und wo er zeigen kann, wie er gute Noten, was für ein tolles Vokabular er hat und wo er auch gute Noten dafür bekommen kann. Und die anderen können das in der Gruppe machen, können gemeinsam einen Beitrag verfassen. Jetzt werden sich einige denken, naja, gut, schreiben kann der Andreas vielleicht, aber reden, vielleicht, der kann ja nicht reden, weil wie weiß denn die Lisa, ob der auch Englisch reden kann? Auch das ist möglich. Der Andreas kann sich aufnehmen mit dem Mikrofon, er kann einen Beitrag hochladen und ich kann mir diesen Beitrag anhören und kann ihm einen Kommentar dazu geben. Ich kann das kommentieren, ich kann das bewerten. Ich habe auch die Möglichkeit im Unterricht, einfach Leuten, die introvertiert sind, mehr Zeit zu geben, damit sie nachdenken können und sehr oft sehr gute, reflektierte Beiträge liefern, wenn sie einmal Vertrauen zur Gruppe gefasst haben. Das heißt, sie können dann sehr wohl den Mund aufmachen, ohne etwas zu machen, was ihrem Naturell nicht entspricht. Und das Ergebnis ist dann, dass er einen Notenschnitt von 1 bis 3 erreichen kann oder diese Leute. Und das Ergebnis ist auch... Und was können wir uns daraus mitnehmen? Wir können uns daraus mitnehmen, wer lieber lonely lernt, soll auch die Möglichkeit haben, im Unterricht happy zu sein. Danke.